Wir nehmen heiße Kohle, stecken sie in Erdnussbutter rein, dann kommt das Ganze in Eiswürfel, wird für 24 Stunden tiefgefroren, dann wird das mit warmem Wasser abgespült und schon haben wir einen Diamanten. Was? Als ob das wirklich funktioniert. Ich muss ausprobieren, ob das klappt. Das wäre richtig crazy, wenn das funktionieren würde. Dann würde ich sagen, legen wir mal die Kohle hier auf den Kohlegrill drauf, dass die mal schön heiß wird, dass die glühend heiß wird. So, hier habe ich auch schon die Erdnussbutter vorbereitet, Leute. Hier kommt das Ganze rein. Das passt ganz knapp rein. Bin mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Das Eis tue ich vorbereiten, sobald diese Kohle wirklich knalleheiß ist. Und der Grill, der macht eine gute Arbeit. Der Kohlegrill, der ist jetzt schon wirklich, schon jetzt schon brutal heiß. Ihr seht mal, wie das dampft. Jetzt geht's gleich richtig los, Leute. So, ich würde mal sagen, die Kohle ist schon ziemlich heiß. Müsste eigentlich reichen. Wow, schön warm hier. Dann stecken wir das gleich hier in die Erdnussbutter rein. Gehe ich mal her. Ich muss natürlich gucken, dass ich die Kohle auch richtig gut gegriffen habe. Jetzt kommt sie hier rein. Oh Gott, wie das dampft hier. Wow. Okay, kann ich das Glas heben? Und das ist so. Oh mein Gott, Leute, wie das hier dampft. Okay. Jetzt. Ja, die Kohle rausholen, aber die ist nicht richtig in der Erdnussbutter eingewickelt. Muss die dann noch ein bisschen schmelzen vielleicht, keine Ahnung. So, die Erdnussbutter. Oh Gott, Leute. Leute, 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 ich glaube, die Kohle ist ein bisschen auseinandergebrochen. Aber es soll ja nichts machen, ob wir ein kleines oder ein großes Stück nehmen. Gott, kriechen die da jetzt wieder raus? Oh oh. Doch, jetzt habe ich sie. Ah. Ja. Okay, das kommt dann hier rein. Hier drüben. Und wird heruntergekühlt. So, das nehme ich hier auch alles weg, das Heiße. So. Ich habe das Ganze jetzt noch schön mit Eis zugedeckt. Wie gesagt, es soll jetzt hier 24 Stunden abkühlen. Und dann wird das mit warmem Wasser ausgespült. Alter, wie das dampft hier. Leute, Leute, es riecht auch richtig komisch. Bin mal gespannt, ob das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Jetzt ist es soweit, die Stunde der Wahrheit. Das Ganze ist immer noch tiefgefroren, Leute. Und jetzt schauen wir mal, ob daraus ein Diamant geworden ist. Als ob sich jetzt in der Kohle oder unterhalb der Erdnussbutter ein Diamant verbirgt. Oder nicht. Hierfür habe ich schon warmes Wasser hergerichtet. Jetzt wechseln wir noch kurz die Perspektive und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Dann graben wir das gute Stück mal aus und schauen, ob sich darunter etwas verbirgt. Okay, es sieht immer noch stark nach Kohle aus. Mit ein bisschen Erdnussbutter dran. Gehen einfach mal her in die Schüssel und waschen das Ganze jetzt ab. Okay. Okay, hier ist ein guter Klumpen weg. Und darunter verbirgt sich tatsächlich. Leute, jetzt kommt's. Ah, da ist schon eine gute Schicht drauf. Ist ja gar nicht so viel aus. Aber Leute, wir sehen schon. Ich breche das Ganze jetzt mal auseinander. Hat nicht funktioniert, Leute. Ich habe es mir schon fast gedacht. Es wäre viel zu einfach, wenn man so Diamanten herstellen könnte aus Grillkohle. Ich meine, Diamanten sind ja Kohle quasi unter Druck gesetzt. Aber dass es so einfach gehen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Beziehungsweise habe ich auch nicht geglaubt. Leute, das wäre viel zu einfach. Da wäre jeder Mensch reich.